Hallo bei Böckels Offroad, heute mit einem noch aktuellen Jeep JK, wobei der JL schon gelauncht ist und bald auch in Deutschland verfügbar sein wird. Aber nichtsdestotrotz, es gibt noch viele Sachen und es laufen auch noch viele JKs, die noch gerne verändert werden können bei uns. Aber hier mal zu einigen Veränderungen, die man an so einem Fahrzeug machen kann. Man sieht hier schon im Prinzip direkt den Unterfahrschutz bündig mit der Stoßstange verbaut. In Kombination mit einer Smittybilt-Stoßstange und einem Kunststoffseil. Das Ganze direkt gefolgt hier vorne mit den neuen Scheinwerfern der Gen 2. Und wir haben hier einen justierbaren Haubenhalter. Eigentlich auch eine ganz nette Sache. Viele Jeep-Fahrer kennen das mit Sicherheit, dass man ab 130, 40 irgendwann so leicht die Haube anfängt zu flattern. Holt euch starre Haubenhalter, Scharniere, perfekt. Problem ist weg. Da kommen dann neue Anschläge rein und dann hat die Haube Ruhe. Dann kommen wir auch schon direkt weiter, sehr markant. Hier mit Buschbecker Kotflügelverbreiterung, die einhergehen direkt mit der größten Bereiferung. Hier BF Goodrich K02. Super Reifen für Schotter, Piste und auch wenn es mal in tiefen Matsch geht, halten sie doch noch recht lange Traktion. Wenn es mal abreißen sollte, kann man auch mit ein bisschen Luft rauslassen, da spielen und einfach arbeiten. Ja. Hier drunter sieht man dann auch schon direkt unverblümt das Bielsteinfahrwerk mit Ausgleichsbehälter und einer Höherlegung. Weiter geht's mit den Buschwecker Rockslidern als Tritt. Die schützen die Seite oder wenn ich mich irgendwo über eine Kurve fahre, schützen die im Prinzip den Schweller vor weiteren Schäden oder ich kann mich an der Stelle mal ein bisschen anlehnen. Wichtig beim Jeep aber, wenn man jetzt mal hier drunter guckt, das Verteilergetriebe hängt hier an der Stelle relativ tief. Daher bietet sich immer, wenn man wirklich Hardcore Offroad fährt, auch hier ein kompletter Unterfahrschutz an. Auch wenn es die ganze Sache nicht leichter macht, denn Gewicht ist beim JK absolut ein Thema. Genau, dann kann man hier im Prinzip weitergehen. Hier sieht man dann den Gepäckträger von Frontrunner montiert. Frontrunner Dachgepäckträger beim Jeep geht direkt auf den Überrollkäfig und ist mit den tragenden Teilen des Fahrzeugs verbunden. Und wenn ihr euch mal genauer die Werbefotos angeguckt habt, werdet ihr auch ein Foto sehen. Das ist in Südafrika vor dem Headquarter in Frontrunner entstanden. In der Mittagspause hatten die Kollegen die Idee, ob man denn den Jeep, den sie auf dem Parkplatz stehen haben, am Baukran der gegenüberliegenden Baustelle hochziehen könnte. Daraus ist dann dieses herrliche Bild entstanden. Vier Ecken, vier Seile, ein Haken. Und dann wurde das ganze Auto mit dem Frontrunner-Träger hochgehoben. Und siehe da, es hält. Geht allerdings hier beim Jeep auch nur, weil das an tragenden Teilen ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer wieder die netten Frontrunner-Gadgets, die hier mit einem Tisch unten drunter, der stört immer oder ist ein großes Teil, was oft, ich sage jetzt mal im Kofferraum oder irgendwo rumfliegt, viel Platz wegnimmt und so kann man es einfach ganz gut verstauen. Gesichert hier durch einen Splint, fertig. Hier sehen wir auch direkt die Reling in Kombination mit dem Frontrunner Quick Release Tent Kit. Also das heißt, ich habe vier Laschen, vier Schnellverschlüsse, mit denen ich das Zelt sichere, die man auch abschließen kann. Und das erlaubt es im Prinzip hier eine Aufbauhöhe zu erreichen, die genau mit unseren Gordigear-Zelten über die Reling kommt. Und jetzt sieht man hier auch einen leichten Überstand. Das ist daher, weil der Kunde Wert legt auf ein großes Dachzelt. Wir sprechen hier von 1,65 Meter Innenbreite vom Zelt und das bietet also doch schon großen Komfort, wenn man mit zwei oder drei Leuten unterwegs ist. An der Seite sehen wir hier direkt noch die Schaufelhalterung, Licht und wir kommen dann schon zum Heck. Beliebtes Gadget, der vernünftige Tankdeckelverschluss, auch wieder eine Stahlstoßstange. Mit Abschleppösen, hinten direkt integrierter Multimount mit Abschleppöse. In Amerika gibt es auch sehr schöne Lösungen dafür, um einen Grill dran zu machen, ein Fahrradhalter oder andere Dinge. Multimount, super Sache. Hier haben wir dann noch den Reserveradtritt. Ich kann im Prinzip hier über die Stoßstange, über zwei Tritte bin ich direkt auf dem Dachgepäckträger. Oder ich kann mir hier an der Seite das Bierchen aufmachen am Frontrunner Flaschenöffner.
ja, hier sieht man auch so ein bisschen den Überstand. In dem Moment ist das völlig okay, weil ich schütze natürlich auch so ein bisschen die Markise, die hier auch vorsteht. Und auf der anderen Seite sehe ich ja auch, steht der Spaten schön drin, macht also doch insgesamt eigentlich einen ganz guten Look. Wo wir dann hier sind, können wir uns direkt die 2 Meter Markise angucken. Markise raus, ist relativ schnell aufgebaut, empfehlenswert zu zweit, geht aber auch alleine. Und da kann man einfach mal, wenn man unterwegs ist, einen Wolkenbruch, Mittagessen, schnell die Markise rausmachen. Ich setze mich drunter, habe ein Zelt oder ein Dach über dem Kopf, einen Sonnenschutz oder einen Regenschutz, kann Mittagessen, roll die schnell wieder zusammen und kann weiterfahren. Dafür ist auch ganz gut. Hier sehen wir, die Türe geht viel weiter auf als beim normalen. Und es verbirgt sich hier drin von unseren Freunden von Red Rock ein Innenausbau, der ziemlich gut gemacht ist. Dafür fliegt viele Teile raus vom Original und hat annähernd das gleiche Gewicht wie die Rückbank. Und somit kommt man quasi sehr platzsparend und gut unterbringend weiter. Genau, weiter sehen wir dann hier noch den Ruckridge Schnorchel mit verlängertem Arm. Gibt es auch ohne, direkt ab hier. Die normale Luftansaugung findet beim JK eigentlich hier vorne in dem Bereich statt. Somit bin ich hier auf jeden Fall schon mal höher und weiter weg von einer gegebenenfalls einer Bugwelle, die mal über die Motorhaube schlägt. Mit dem Schnorchelarm komme ich natürlich noch weiter. Wichtig nur, dass dann auch der gesamte Ansaugtrakt abgedichtet ist. Und beim JK auch ein Thema Elektronik. Wenn ich bis hier im Wasser stehe, habe ich natürlich auch Steuergeräte, die dann unter Wasser stehen und geschützt werden müssen. Ja, was man sonst noch so sieht, sind eigentlich die, oben ist noch eine 2x20 Liter Kanisterhalterung befestigt, 2 Stauboxen mit Utensilien, die man zum Beispiel auch im Zelt braucht. Ne, da braucht man nicht mehr aus dem Zelt aussteigen. In einer zum Beispiel mal eine Decke, einen Schlafsack noch haben, ein paar dicke Socken oder einen Pulli für nachts, wenn es mal ein bisschen frischer wird. Muss nicht aus dem Dachzelt runter, sondern kann direkt aus dem Fenster greifen, in die Kiste und habe meine Sachen dann für abends. Ja, Funk hat der Wagen auch noch, ein bisschen Zusatzlampen und ganz wichtig vielleicht noch hier vorne der Steinschlagschutz für den Kühler. Gerade wenn man irgendwo Piste fährt oder in einer Gruppe Offroad, ist das doch ein Thema, da der Ladeluftkühler beim Jeep schon stark gebraucht wird. Und ja, da schützt man dann noch mal so ein bisschen vor Steinschlägen, dass die Lamellen auch geöffnet bleiben und einen guten Winddurchsatz haben. Ansonsten war es das hier von der Seite und ihr seht, was ihr alles umbauen könnt. Jetzt noch mal alles im Überblick und bis zum nächsten Mal. This I'm keeping secrets in my head, or any space you can find. Glad to see that I could help make your life a bit easier. But have you ever thought of how I felt? You need to think about your